Ja, hallo. Ich sitze jetzt hier und während ich warte, ich bin so aufgeregt, ich muss euch diesen Traum erzählen. Das wird nie möglich sein. Stellt euch vor, ich habe eine Zeitreise gemacht in das Jahr 2021. Ich kann das gar nicht glauben. Ich bin froh, dass ich davon aufgewacht bin. Stellt euch mal wirklich vor, ich sollte mich ständig untersuchen lassen, ob ich gesund bin oder nicht. Stellt euch das mal vor. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Ich bin doch gesund. Ich muss mich doch nicht untersuchen lassen. Nein, sogar Kinder mussten sich untersuchen lassen. Und dann mussten wir ständig verschleiert rumrennen. Und dann habe ich immer gesagt, ich kriege doch keine Luft und so. Nein, das muss sein, weil du könntest ja krank werden. Ich habe immer gesagt, das kann doch nicht angehen. Ich merke doch nichts. Ich fühle mich doch gut. Ich bin doch gesund. Und nein, und stellt euch vor, stellt ihr wirklich vor, es war nicht mehr möglich zu reisen. Ich konnte keine Freunde mehr umarmen. Und auch draußen sollte ich mich verschleiern. Und ich sage, ich bin noch nicht im Orient oder so. Nein, ich sollte das nur machen, damit ich keine Gefahr bin für irgendjemand anders. Und ich habe gedacht, 2021 soll das alles so sein, dass ich nicht mehr reisen kann, dass ich nicht mehr Freunde besuchen kann, dass ich mich nicht spontan auf die Vespa setzen kann oder spontan irgendwie mich in den Flieger setzen kann. Nein, das sollte nur noch verschleiert möglich sein. Und immer heißt es, lass dich untersuchen. Alle 3 Tage sollte ich mich untersuchen lassen. Die Kinder sogar alle 2 Tage und trotzdem mussten sie alle verschleiert rumlaufen. Nee, das kann doch nicht angehen. Und ich bin wirklich schweißgebadet davon aufgewacht, weil dann sollte ich auch mich noch immer pieksen lassen. Also ich sollte Medikamente nehmen, damit ich nicht krank werde. Aber ich kannte gar keinen, der krank war. Und trotzdem wurde mir das immer gesagt. Und man hat mir dann so Symptome gesagt, ja. Da erinnerte ich mich dran an meine letzte Reise. Die hatte ich doch auf dem Weg dahin, weil es hatte viel geregnet. Und ich hatte dann plötzlich keinen Geruchs- und Geschmackssinn mehr, weil ich, ja, die Nase war dicht. Nase war dicht. Und ich hatte auch nicht meine Nasendusche mit. Und dann hieß es, ja, fahr doch weiter mit in Urlaub, weil das Salzwasser nachher am Mittelmeer, das wird dich heilen. Oder auch damals, das weiß ich noch, wie ich vor ein paar Jahren mit der Vespa in Pforzheim war, und da wollten eine Freundin und ich nachher zum ersten Mal nach Sizilien zur Dei Tremare fahren. Das waren Straßenrennen und wir sind dann Pforzheim sind wir nach über die Alpen gefahren und mir ging das überhaupt nicht gut und ich sage, ich fahre nach Hause, ich kann doch so nicht fahren. Und dann hieß es immer, fahr über die Berge, die Luft, die wird dich gesund machen und spätestens in Meran bist du wieder fit. Und das war ich auch, ja. Und nun, dass dieses Jahr, also 2021, ich bin da gewesen, ich konnte das nicht vorstellen. Ich durfte, wie gesagt, auch nicht mehr einen Einkaufsbummel machen, mal spontan da Klamotten so ditchern oder so, durfte ich nicht. Ich musste mich anmelden und ich musste, ganz komisch war das irgendwie. Das war irgendwie ganz komisch. Immer wieder musste ich mich vorher untersuchen lassen, wenn ich einkaufen gehe, ob ich auch wirklich gesund bin. Aber ich fühlte mich doch gut und so. Und Gott sei Dank, ich bin so super glücklich. Ich bin von diesem Albtraum aufgewacht. Und wisst ihr was? Ich bin gerade von einer Reise zurückgekommen. Wir haben 1999. Ich habe so eine tolle Vespa-Tour hinter mir. Wisst ihr, ich bin mit Freunden, quer durch Frankreich gefahren zur Eurovespa nach Girona. Von da aus sind wir zum Mittelmeer gefahren, nach Cadaqués, da wo Salvador Dali auch gewohnt hat. Wir haben sein Haus besucht und dann habe ich mich noch mit Freunden, ja, das Bild, was du jetzt hier siehst, das war kurz davor, da habe ich mich noch mal mit Freunden getroffen. Ich bin dann alleine weitergefahren, die nach der Eurovespa ganz spontan nach Mallorca gefahren sind. Mit dem Schiff sind sie rübergefahren und wir haben uns alle dort am Mittelmeer getroffen. Und dann bin ich noch mit 2 Freunden weitergefahren. Wir sind zusammen in die Schweiz gefahren. Ja, das alles war möglich. Ja, und von der Schweiz bin ich alleine gefahren. Hab noch mal einen Stopp gemacht beim Rheinfall von Schaffhausen und bin dann alleine bis Rüsselsheim gefahren. Och, das war so toll, denn nachher über die Kasseler Berge und all sowas auf der Rücktür. Aber vor Rüsselsheim bin ich noch eingekehrt bei einer Freundin und ich konnte durch die ganzen Länder Deutschlands fahren und es war so herrlich, es war so eine tolle Reise. In Hamburg habe ich dann auch noch mal Halt und Stopp gemacht und das war ja auch in diesem Albtraum von 2021 war dies alles nicht mehr möglich. Nein, ich bin so froh, Leute, ich bin so froh, dass ich aus diesem Albtraum aufgewacht bin, denn wir haben es jetzt 1999 haben wir, und wenn ich drüber nachdenke, super,
Da habe ich noch 22 Jahre Freiheit, die ich auskosten kann. Und darüber bin ich glücklich. Denn das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas 2021 passiert. Dass ich mich immer untersuchen lassen soll, obwohl ich mich gut fühle. Ich soll mich trotzdem untersuchen lassen, um irgendwo dran teilzunehmen, weil ich sonst eine Gefahr bin. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas passiert. Weil das heißt doch jetzt, das ist ein Hypochonder. So eine kenne ich auch. Die ist ständig zum Arzt gerannt, weil sie sich immer irgendwelche Krankheiten eingebildet hat. Aber das war da wirklich sehr, sehr dramatisch. Weil wir durften auch nicht mehr raus. Wir durften nirgendwo mehr hin. Nein, das alles war nicht mehr möglich. Bin ich froh, ich kann euch nur sagen, bin ich glücklich und froh, dass dies nur ein böser Albtraum ist. Und ich wirklich sehe, dass wir 1999 haben. Es ist erst ein paar Tage her, wo ich meine wunderbare Reise mit der Vespa abgeschlossen habe. Meine letzte Reise, habe ich immer gesagt. Meine letzte Reise, aber ich bin dann nochmal, im Herbst werde ich nochmal fahren mit meiner Vespa Sprint. Mit Freunden habe ich davor, mit denen werde ich nach Pontedera runterfahren zum Vespa-Werk und ab da werde ich dann wohl so nach Hause fahren. Ja, also ich werde die Zeit genießen und alles mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Denn ich habe ja nur noch 22 Jahre Freiheit vor mir. Gott sei Dank, das war nur ein Albtraum. Sowas wird nie passieren. Glaub ich nie im Leben, dass sowas passieren wird. Gott sei Dank habe ich noch 22 Jahre Freiheit vor mir. Alles Liebe für euch und ich hoffe, ihr habt nicht so einen Albtraum. Ich bin froh, dass ich aufgewacht bin aus diesem bösen Albtraum. Nee, sowas kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich nicht mehr frei atmen darf und all sowas. Nee, das kann nicht möglich sein, sowas. Das glaube ich nicht. Denn auch an der frischen Luft, am Meer und überall liefen die Leute verschleiert rum. Oder war das doch im Orient irgendwo, im Iran oder so? Nein, das war bei uns in Deutschland, war das. Nee, das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Und ich durfte auch nicht nach Hamburg fahren. Nee, wie hätte ich denn nach Hause fahren können? Jetzt, wo ich in der Tour Stopp gemacht habe, im Rüsselsheim und in Hamburg nochmal, wo ich ganz alleine die letzte Tour gefahren bin. Oh, war das eine Freude, die Kasseler Berge da runter zu düsen mit meiner Vespa. Ich hab's nochmal genossen, ich hab's genossen. War das herrlich, war das schön, meine Freunde aus Rom und überall. Ach, wir haben uns umarmt, wir haben getanzt, wir haben gefeiert und es war einfach nur traumhaft schön, einfach nur toll. Gott sei Dank war dies nur ein böser Albtraum und ich bin aufgewacht im Jahre 1999 und ich habe jetzt noch 22 Jahre Freiheit vor mir. Die werde ich nutzen, auf jeden Fall. Und nein, ich glaube nicht, dass sowas jemals passieren kann. Das war ein böser Albtraum, ganz bestimmt. Das war ein böser Albtraum. Sowas wird keiner mit sich machen lassen. In diesem Sinne, genieße jeden Moment und jeden Tag und mach es dir schön. Egal, wo du jetzt gerade bist. Dies war natürlich eine kleine Satire. Heute haben wir Montag, 10.05.2021, 17.58 Uhr und es ist 17 Grad. Ja, und leider soll es wohl so sein, dass wenn wir jetzt irgendwo verreisen, uns immer untersuchen lassen müssen. Egal. Ich glaube immer noch, das ist ein Albtraum. Und das stimmt alles gar nicht, was hier wahr ist. Du hast es in der Hand. Ich auf jeden Fall mache da nicht mit. Lieben Gruß von Kirsten. Tschüss.